Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Alex Berlin, denn heute werden wir moderieren und diskutieren. Wir sind Schüler aus dem Robert-Blum-Gymnasium und gehen zurzeit in die 9. Klasse. Ich bin Jada. Ich bin Gershon. Ich bin Alena. Ich bin Daniel. Ich bin Luca. Ich bin Timur. Ich bin Sophia. Ich bin Kira. Unser Thema lautet, ist Integration ein Trend? Ja, weil Integration, ne, kommt halt viel vor in Zeitungen, Internet, YouTube wird auch schon drüber gesprochen und wir besprechen gerade halt wirklich diese Frage, ist Integration ein Trend geworden? Oder hat es mit der Persönlichkeit zu tun? Beginnen wir mal mit der ersten Frage, nämlich, wer ist in mehreren Kulturen aufgewachsen? Kira, bist du in mehreren Kulturen? Nein, ich bin nur in Deutschland aufgewachsen. In der deutschen Kultur? Ja. Ich bin in zwei Kulturen aufgewachsen, in der deutschen und in der arabischen. Timo? Ich bin in der deutschen und teilweise türkischen Kultur aufgewachsen. Ich bin auch nur in der deutschen Kultur aufgewachsen. Ich bin in der deutschen Kultur aufgewachsen, aber auch aus, von der türkischen Kultur. Ich bin in der deutschen Kultur aufgewachsen. Okay. Und wie fühlt ihr euch in eurer Kultur wohl? Also in welcher Kultur fühlt ihr euch wohl? Jetzt an die, die in mehreren Kulturen aufgewachsen sind, zum Beispiel Sophia, du bist in der arabischen und in der deutschen Kultur aufgewachsen. Wo fühlst du dich eher wohl? Also es ist auf jeden Fall unterschiedlich. Man fühlt sich halt in beiden Kulturen wohl, weil ich bin in beiden ziemlich aufgewachsen, also genau, richtig, also aufgewachsen. Und ja, also es ist beides sozusagen dasselbe. Es hat für mich nicht wirklich einen großen Unterschied, wo ich mich wirklich besser und wohler fühle. Es hat ja denselben. Also es ist dasselbe für mich. Okay. Und du, Daniel? Also ich fühle mich mehr zur deutschen Kultur hingezogen, weil ich nicht zu Hause wirklich Türkisch rede, sondern eher Deutsch und eher deshalb halt. Warst du auch schon mal in der Türkei? Und ja, also in den Ferien verreisen wir in die Türkei, aber wirklich Türkisch fühle ich mich nicht. Kommt es daher, dass ihr besucht in den Ferien eure Familie oder seid ihr so da für Urlaub in Hotels oder so? Nein, also immer im Urlaub, also Familie waren wir noch nie besuchen. Achso, okay. Dann fühlst du dich ja zur deutschen Zeit. Ja. Will noch jemand was sagen dazu, Timo? Nein? Nein. Doch? Okay. Ist es vielleicht so, dass zum Beispiel du, Sophia, dass du, fühlst du dich in Palästina zum Beispiel, fühlst du dich da deutsch oder fühlst du dich da arabisch? Also ich lebe ja in Deutschland, bin auch hier geboren und wenn ich dann, ich gehe ja dorthin zu meiner Familie und auch zum Urlaub machen. Mhm. Und wenn ich dann dahin fliege, ja, dann fühle ich mich auf jeden Fall deutsch. Ich werde auch so bezeichnet, also wenn jemand fragt, woher kommt, sagen die, ja, sie ist Deutsche. Das Gefühl kenne ich. Und man sagt halt, ja, sie ist Deutsche und deshalb fühlt man sich auch deutsch, weil man ist, das ist schon eigentlich ein großer Unterschied zwischen hier und dort, wie man sich, also ja, und das ist, also man fühlt sich schon wie eine Deutsche, wenn man... Also die nehmen dich als Deutsch auf? Ja, die nehme ich auch als Deutsch auf. Würdest du dich aber gerne arabisch fühlen dort? Vielleicht fühlst du dich ja auch arabisch. Ja, also ich fühle mich eigentlich selber an sich schon arabisch, weil ich spreche ja dort ganz normal arabisch und so. Aber für den ist es so, weil ich von hier komme und dort zum Urlaub machen gehe sozusagen, ist das für den so, eine Deutsche kommt uns besuchen, sie kommt aus Deutschland, sie ist dort geboren ja, und so. Okay. Also wirst du da als Touristin bezeichnet sozusagen? Sozusagen, weil ich auch Deutsch spreche und dort, also hier, weil ich auch hier geboren bin, sehen die mich auch als Deutsche. Okay. Timo, ist bei dir was? Also bei mir ist es eigentlich genauso, dass man in der Türkei halt sehr oft als Deutscher bezeichnet wird, weil man ja hier lebt. Ja. Ist genau das Gleiche halt. Tange? Ja, bei mir ist auch das Gleiche, halt. Wurde schon erzählt, ja. Also du fühlst dich auch so, als wärst du ein Tourist in deinem eigenen Land sozusagen? Ja. Aber okay. Hast du alle danke? Also ich bin teils in der türkischen Kultur auch aufgewachsen und mir fällt das auf, wenn ich in der Türkei bin und merke, in was für einer Kultur die leben, also wie unterschiedlich die auch von der deutschen ist, dann bin ich auch viel lieber deutsch. Wirklich? Also, ja, dann bin ich auch lieber Teil der deutschen Kultur anstatt der türkischen.
Also bei mir ist es anders, wenn ich dort bin, werde ich auch manchmal so wie Sophia als Deutschin bezeichnet. Aber es gibt natürlich auch Situationen, wo die denken, also wo die mich so als Türkin aufnehmen. Und ich fühle mich auch sehr wohl, sei es hier in Deutschland oder auch in der Türkei. Aber zum Beispiel, Tanja, du hast ja gesagt, dass du dich eher zur deutschen Kultur hingezogen fühlst. Und da meintest du, dass es genauso gleich ist wie bei Sophia. Aber sprichst du dort denn auch Türkisch mit den Leuten oder eher so Englisch wie bei den Touristen? Weil nein, also ich spreche gar nicht Türkisch. Wenn schon, meine Eltern sprechen dann meistens für mich. So, also ich kann Türkisch, aber ich spreche nicht wirklich viel Türkisch. Ja. Okay. Also bei mir ist es auch so, weil ich eigentlich gar kein Teil von dem allen sein will, halte ich mich da auch raus und spreche auch kein Türkisch, obwohl ich es eigentlich kann. Und ich halte mich da sozusagen aus der türkischen Kultur irgendwie raus. Und wieso? Hat das eine bestimmte Bedeutung für dich? Oder weil ich mich nicht wohlfühle in der türkischen Kultur. Mhm. Und ich weiß nicht, ob es jetzt unter den Türken liegt in der Türkei, die ich kenne, aber normalerweise fühle ich mich nicht wohl. Ich fühle mich als in Deutschland, wohler, in der deutschen Kultur wohler. Mhm. Beziehungsweise mit Leuten, mit denen ich auch Deutsch sprechen kann. Also wenn da jetzt irgendeine Freundin wäre, die dort lebt und vor einigen Jahren in Deutschland gelebt hat, würdest du dich dann vielleicht wohlfühlen bei ihr? Würde ich mich wohlfühlen. Ich glaube, es liegt einfach an der Sprache, dass ich mich mit der... Du kannst dich mit denen nicht verständigen. Nee, ich kann Türkisch, aber... Liegt es an der Humor oder wie? Dass sie einen anderen Humor haben oder wie? Bei mir ist das öfter so. Und wie ist es mit der Aussprache? Also ich bin jetzt komplett Deutscher. Also wenn ich jetzt Türkisch lernen würde, das würde sich wahrscheinlich komplett falsch anhören. Na, also Türkisch ist ja schon meine Muttersprache. Ja. Und ich kann das auch flüssig, so wie Deutsch. Mhm. Aber ich weiß nicht auch nicht, woran es liegt, aber im Deutschen fühle ich mich wohler und bin auch sicherer. Mhm. Okay. Ja, aber du bist mit beiden Sprachen aufgewachsen. Wenn du jetzt zum Beispiel in der Türkei wärst und Türkisch sprechen würdest, könnte man da vermuten, dass du wirklich Deutsche bist, weil du so einen Nein. deutschen Akzent hast? Nein. Und umgekehrt, also ich höre dich ja jetzt, du sprichst Deutsch, das ist ja auch nicht so. Ja, das ist eigentlich nicht genau so. Also die würden das auch nicht bemerken, okay, weil ich habe mein Türkisch ist schon relativ gut. Okay. Und bei Tanja? Ich spreche ja nicht Türkisch dort, deshalb nicht so. Aber bei meinem Cousin ist es so, also er spricht sehr gut Türkisch, aber trotzdem, also als wir letztes Jahr in der Türkei waren, haben die ihn trotzdem erkannt, dass er aus, also die meinten halt, du kommst nicht aus der Türkei, ne? Und er meinte ja aus Deutschland, weil die meinten, das merkt man an seiner Sprechensweise. Ja, das ist ziemlich schwer. Zum Beispiel, wenn ich auch in der Türkei bin, wir sind dann einkaufen oder so und dann sage ich, ja, kriege ich bitte dieses T-Shirt oder sowas. Dann sagen die, du hast einen ganz anderen Akzent und das ist halt teils komisch. Aber wie ist es denn für euch beide oder für euch drei, weil ihr seid ja nur in einer Kultur aufgewachsen. Wie findet ihr denn das Ganze? Also ihr habt ja auch wahrscheinlich Freunde, die in mehreren Kulturen aufgewachsen sind. Ich kann dazu jetzt eigentlich nicht so genau was sagen. Stört dich das irgendwie? Nein. Findest du das cool? Oder würdest du selber gerne in zwei Kulturen oder in drei so aufgewachsen? Also ich bin jetzt zufrieden in meiner sein. Kultur, mir ist aber eigentlich relativ egal. Hast du also Neugier an einer anderen Kultur? Eigentlich nicht, ich bin Nein? relativ faul. Wie ist es bei dir, Gershon? Also ich bin auch total zufrieden mit meiner Kultur. Ich bin schön aufgewachsen mit der deutschen Sprache. Aber ich würde es natürlich auch cool finden, wenn man jetzt zum Beispiel so halb Spanier wäre, wenn ne, die Mutter Spanierin wäre und man dann auch gleichzeitig Spanisch mit Deutsch lernen würde. Dann ja. könnte man einfach beide sprechen. Und wir haben ja auch herausgefunden, man hat dann halt nicht diesen Akzent, wenn man das gleich so gleichmäßig spricht. Das würde ich schon sehr cool finden. Aber Deutsch ist auch eine geile Sprache, da bin ich total zufrieden. Okay. Ja. Ist für dich was Besonderes, dass zum Beispiel, dass wir auch uns als Freundinnen und wir sind ja in mehreren Kulturen aufgewachsen. Wie findest du das? Also ich finde das gut. Also ich kenne es ja auch eigentlich gar nicht anders, weil fast alle meine Freundinnen sind eigentlich auch mit einer anderen Kultur aufgewachsen. Und ja, deshalb. Hast du Neugier an einer anderen Kultur? Zum Beispiel würdest du gerne die spanische Kultur lernen oder leben? Nee, eigentlich nicht. Also ist schon toll, wenn man dann noch so eine andere Sprache so kann, aber eigentlich jetzt. Also alles gut so. Ist denn jemand von uns oder von euch, der noch eine andere Kultur kennenlernen will? Also will jemand noch überhaupt eine andere Kultur kennenlernen oder hat den kurzen Neugier auf eine andere Kultur? Nein? Nicht wirklich. Doch? Was denn? Für eine? Alena denkt nach.
Ja, also schon, aber nee. Also ich kann jetzt nicht genau sagen, welche Kultur, aber ich wäre schon interessiert. Also ich kann jetzt nicht genau sagen, ja, in dieses Land und die Kultur will ich dann leben, aber... Fasziniert dich denn etwas von irgendeiner Kultur, die du schon mal ein bisschen kennenlernen durftest? Naja, ich finde die Unterschiede schön. So Sachen, die vielleicht in der türkischen Kultur total komisch sind, sind im Deutschen ganz normal. Und das gibt es ja natürlich auch dann in anderen Ländern. Das finde ich dann wieder interessant. Ich kann jetzt kein genaues Beispiel sagen, aber... Also, hast du irgendwelche Erfahrungen gemacht oder so? Kannst du jetzt nicht irgendwelche Beispiele sagen? Nein? Was ist, wenn du jetzt zum Beispiel mit einer anderen Sprache außer Deutsch oder, kann ja auch Türkisch sein, Türkisch. Aufgewachsen wärst? Wenn du jetzt zum Beispiel nicht Deutsch-Türkisch, sondern Spanisch-Türkisch oder Italienisch-Türkisch, so eine Mischung. Was wäre dann, könntest du dir das vorstellen, so komplett anders als Deutsch-Türkisch zu sein? Nein. Ich bin viel zu sehr gewöhnt an das Deutsche. Und wie ist es mit dir, Tanja? Ja, also kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. So eher, weil ich auch zu sehr gewöhnt bin, so Deutsch zu sprechen und so, ja. Also ich würde es zwar gerne so wissen, wie es wäre, aber es ist irgendwie sehr... Vorstellen kann man es sich ja, nicht, ne? Also ich glaube, man muss es leben, um es dann wirklich zu wissen, genau. Wie es ist. Ja. Okay. Timo, könntest du es dir so vorstellen? Nein, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich habe ja schon, also zwei Kulturen ist ja... Reicht aus. Also hast du keine Neugier an irgendeiner anderen Kultur? Nein, nicht wegen wirklich. Den Freunden oder so? Ich finde, die türkische und deutsche Kultur haben ja schon sehr viele Unterschiede. Und es ist ja nicht halt zwei Kulturen, die sich sehr ähneln. Deshalb ist ja genug Abwechslung. Aber wie ist es denn, wenn du jetzt in die Türkei fliegst zum Beispiel oder fährst? Ja, ich rede halt türkisch. Ich passe mich auch den Türken an. Aber wenn ich halt vorgestellt werde, bin ich halt trotzdem immer noch der Deutsche. Und ja... Das ist halt so, kann man nicht ändern. Aber du fühlst dich eher türkisch dort? Ja. Oder würdest du dich türkisch fühlen? Ich würde mich türkisch fühlen, aber ich fühle mich halt deutsch, weil ich auch so behandelt werde. Okay. Und wie ist es bei euch zu Hause, also bei denen jetzt mit zwei Kulturen oder auch mehreren, sprecht ihr da Deutsch oder komplett Arabisch zum Beispiel oder Türkisch? Ja. Deutsch. Deutsch? Bei mir ist das so, dass ich... Also man spricht Arabisch mit Deutsch, also es ist so ein Gemisch. Also man spricht Deutsch und macht mittendrin arabische Wörter rein. Das ist immer so unterschiedlich, das kommt einfach so raus. Die Wörter, die man gerade nicht im Kopf hat, im Deutschen oder so, spricht man dann im Arabischen halt aus. Genau das darf ich zu Hause nämlich nicht. Mein Vater sagt dann mir immer, entweder du sprichst Deutsch, du sprichst Türkisch oder irgendeine andere Sprache. Und ja, das ist dann halt schwer immer, sich wirklich nur auf eine Sprache zu konzentrieren, wenn man dann zwei oder halt mehr spricht. Das kommt dann so alles so durcheinander. Hm. Aber hauptsächlich spreche ich Arabisch halt zu Hause. Okay. Gut. Dann mal eine kurze Zusammenfassung. Wir haben jetzt herausgestellt, dass... Also es hat doch was mit der Person zu tun, mit der Persönlichkeit und nicht, dass es was andere über einem sagen. Aber trotzdem können andere bestimmen, wie man sich wohlfühlt, je nach Land, sag ich mal. Mhm. Und ja, somit bedanken wir uns dann, dass wir eure Aufmerksamkeit gekriegt haben. Und vielleicht sehen wir uns ja beim nächsten Mal. Tschüss. Bye, bye.